Internet ist groß und weit, es gibt Echo Online, aber eben nicht nur, es gibt mehr als das. Was genau im Internet steckt an Chancen und Risiken, das besprechen wir heute hier auf dem Hessentag mit dem Mediensuchtexperten Andreas Bohlke und mit dem Cybercrime-Experten von der Polizei Michael Rühl. Warum ist das so schwierig, den Älteren, aber vor allem auch den jungen Leuten deutlich zu machen, dass der Umgang mit dem Internet, mit persönlichen Daten, einerseits an sich nicht ganz ohne ist, aber auch Delikte nach sich ziehen kann. Jeder, der hier gerade vorbeiläuft, ein Smartphone in der Tasche hat, vielleicht eine Facebook-App drauf hat oder WhatsApp, gerade ein Bild verschickt hat, hier vom Hessentag, mit sich selbst drauf, der ist sich doch sicher gar nicht im Klaren darüber, was das nach sich ziehen kann. Wie können Sie da überhaupt rangehen? Also natürlich ist man als Kind oder als Jugendlicher wesentlich unbedarfter. Aber da muss ich mal die Gegenfrage stellen. Als wir noch klein waren, da gab es zwar noch kein Internet, aber letztendlich haben wir auch viele Dinge gemacht, die die Eltern schon in ihrer Tragweite wesentlich besser überschaut haben. Wir als Kinder haben aber gesagt, ist uns doch egal, wir wollen unsere eigenen Erfahrungen machen. Und so sehe ich das im Bereich der Kinder und Jugendlichen auch. Die müssen ihre Erfahrungen machen. Manchmal können die durchaus schmerzhaft sein. Aber die Erfahrungen gehören nun mal dazu. Also Sie verfolgen das Internet nicht mehr so? Auf gar keinen Fall. Das Internet ist ein hervorragendes Medium zur Informationsgewinnung, zum Austausch von Informationen, zur Kommunikation. Von daher, ich bin absoluter Befürworter des Internets. Ich empfehle nur, dass man sich intensiver damit auseinandersetzt, über Gefahren, über Risiken, weil ich der festen Auffassung bin, dass man mit der nötigen Sorgfalt dann auch relativ sicher im Netz umgehen kann. Sucht im Internet ist ein ganz weites Feld, deswegen würde ich es kurz beschreiben. Es ist so ähnlich wie Sucht von anderen Stoffen, von denen man abhängig werden kann. Das heißt Verlangen, Belohnungen, Toleranzsteigerung, Dosissteigerung spielen eine Rolle. Wie ich das konsumiere, wie es auf mich wirkt, wie ich eintauche, mich einbinden lasse und wie ich andere Dinge darüber vernachlässige. Ja, das Problem bei Jugendlichen, wir hatten es vorhin schon mal im Gespräch, ist natürlich die relativ offene Preisgabe von Daten. Da werden Bilder getauscht, da ist man befreundet mit irgendjemandem und der bittet einen dazu, irgendwelche Bilder zu übermitteln, wo man in Bikini abgebildet ist oder leicht bekleidet. Und dann wundert man sich, dass das Bild dann irgendwo anders auftaucht. Darüber hinaus haben wir bei den Jugendlichen natürlich auch eine ganze Menge Online-Spiele, die dann, wir hatten das vorhin in der Diskussionsrunde auch schon mal, wo dann sogenannte virtuelle Fähigkeiten eingekauft werden können gegen Wahres. Das heißt, sie können Grundstücke einkaufen, sie können Intelligenz einkaufen und was weiß ich nicht alles. Und diese Online-Spiele sind ja auch verbunden mit einem Account. Und wenn solche Account-Daten ausgespielt werden und ein Täter kann sich einloggen in diesen Account, ist er natürlich auch in der Lage, diese virtuellen Güter, die dort erworben worden sind, zu stehlen. Virtuell natürlich, aber er hat die dann als Gegenwert. Und da kann ich aus Erfahrung eine anzeigen, erinnere ich mich, da kam ein junger Mann zu mir und er sagt, er möchte eine Anzeige erstatten, weil man ihm, was war das noch gewesen, die Zauberkraft entwendet habe. Die Zauberkraft erstatten. Ja, also das war so. Die teuer gewesen ist. Ja, genau. Ja. Und die hat natürlich tatsächlich das Geld gekostet, aber es war ein virtuelles Gut, was virtuell quasi entwendet worden ist von demjenigen, der den Zugang zu diesem Online-Spiel, den Account, gehackt hat. Bei der Frage, welche Sachen da eine große Rolle spielen, ist es ganz erstaunlich, dass eigentlich ein Genre, nämlich die sogenannten Vielspieler-Online-Rollenspiele, die MMORPGs, dass die, obwohl sie gar nicht den großen Marktanteil einnehmen, den Faktor, dass sie einen ganz hohen Faktor haben bei den Menschen, die ihn abhängig konsumieren oder die sich in so grenzwertigen Bereichen bewegen, die spielen fast alle diese Spiele. Viel mehr als Ballerspiele, Counter-Strike, Battlefield oder so. Da bieten diese Online-Rollenspiele andere Ebenen, anderes Potenzial an und auch ein anderes Miteinander über die Spielbetreiber, was die reinbringen, um solche Faktoren zu vergrößern. Ganz interessantes Phänomen.